Tschetschen Street Fighter gegen German Boxer. MMA Street Fight bei Defend Fight Club. Lass mal reinschauen, Freunde. Hallo, mein Name ist Mike. Ich komme aus Köln. Bin 22 Jahre alt. Mein Kampfsport-Hintergrund ist Boxen. Mein Gameplan ist, den Kampf im Stand zu halten. Aber mein Gegner weiß ich nicht viel. Ich freue mich auf einen schönen Kampf. Das ist jetzt auf jeden Fall der Mike Rietz. Er ist 22 Jahre alt. Sein Spitzname ist Schrägstrich. Stellt euch mal vor, das ist jetzt wirklich sein Spitzname. Einfach Schrägstrich. Yo, Bro, wie heißt du? Schrägstrich, alles klar. Yo. Schrägstrich ist auf jeden Fall 22 Jahre alt, 1,74 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Boxen ist ein Kampfsport-Hintergrund aus Deutschland. Das ist sein allererster Fight. Assalamu alaikum, Leute. Ich heiße Roman. Ich komme aus Tschetschenien und in Deutschland aus Berlin. Ich hatte bereits einen Kampf hier, aber ja, jetzt habe ich meinen zweiten Kampf auf jeden Fall. Mein Gegner ist ein Boxer, wie ich weiß. Mein Gameplan wird natürlich sein, immer auf Boden zu holen, ein bisschen Low-Kicks, ein bisschen Bein ausschalten, ein bisschen seine Arme voll zu machen und dann letztendlich auf dem Boden das ganze Game zu Ende bringen. Das ist Umar Dukuev, das Biest. 21 Jahre alt, 1,80 Meter groß, 78 Kilogramm schwer. Ringen ist ein Kampfsport-Hintergrund aus Tschetschenien. Bei Defend Fight Club steht der 1:0. Direkt bevor der Kampf überhaupt erstmal losgeht, ab in die Kommentare hier, wer eurer Meinung nach gewinnen wird. Gewinnt Mike oder gewinnt Umar? Alles klar, erste Runde beginnt. Wir haben jetzt also in Blau Mike gegen Umar in Rot. Umar ist ein Ringer. Ich weiß, er ist ein ziemlich guter Ringer. Hat jetzt aber in letzter Zeit gut an seinen Boxen gearbeitet, was er jetzt hier gerade auch eindrucksvoll zur Schau stellt. Kurzer rechter Haken direkt als Konter an den Kopf von Mike und da ist er fast schon zusammengeklappt. Wahnsinn. Hat sich aber wieder gefangen. Statement. Statement hier vom Umar, ja, ist kein reiner Ringer mehr. Der Junge hat im Stand-up einiges dazu gelernt. Hat hier ordentlich am Boxtraining gefeilt, ja, schöne Hände. Headkick ist auch am Start, erwischt den Mike jetzt hier direkt seitlich. Junge. Silvesterfeuerwerk kommt heute ein bisschen früher. Er hätte gar nicht zum Takedown gehen müssen. Ich glaube, Mike war hier richtig schön angeklingelt. Im Stand-Up, also das ist natürlich jetzt hier schon eklig, ne? Wenn du der Boxer bist und dem Ringer im Stand-Up dann unterlegen bist, das ist natürlich kein guter Start in den Fight. Und jetzt sind die im Boden und das ist natürlich die Position, in der sich Umar ganz besonders wohlfühlt. Das hat man immer wieder, wenn ein Gegner... Schön, das ist ja hier ein bisschen... Was ist das? Das erinnert ein bisschen an den Kampf von Khamzat Chimaev von gestern. Oder? Von der Dominanz bis jetzt. Mal sehen, was der Umar jetzt hier noch rauszaubern kann. Kommt Mike überhaupt jetzt hier noch zurück in den Fight oder war es das jetzt schon für den? Aber man merkt schon, ne? Er ist vorsichtig. Sorry, ne? Jungs, ich muss kurz zurückspulen. Habt ihr diese zwei miesen Schellen gehört? Kurz mal laut machen und einfach den Sound genießen. Oh! Was war das denn gerade für ein Paket? Scheiben Christ, habt ihr das gesehen? Schon wieder eine Hartrechte. Was kann hier Mike nicht alles einstecken? Unglaublich. Also das war jetzt schon das dritte Mal, dass Mike so richtig hart angeklingelt wurde. Umar ist gefährlich. Aber Mike hat auf jeden Fall Herz, ja? Schön, jetzt ist er selber mal explodiert, kurz mit dem linken Haken reingegangen. Zeig Herz, Mike. Jawohl, Mike. Mike darf da nicht so einzelne Bewegungen machen. Vielleicht ein bisschen rein, rausgehen, vielleicht ein bisschen antäuschen die Schläge, um zu gucken, was Umar macht. Und der Suplex. Wunderschön gemacht gerade. Umar ist einfach ein aggressiver und spannender Kämpfer. Haut hier richtig Entertainment raus, Leute. Also mal ehrlich, wer sieht nicht gerne so jemanden kämpfen? Er will hier zum Amerikaner gehen, denke ich mir mal. Will den Arm von Mike runterdrücken, um den Amerikaner zu holen. Ehrlich, also ich weiß echt gar nicht, was mit Umar eigentlich ist. Wieso ist der Junge nicht irgendwie in der größeren Organisation Profi? Oder warum macht er nicht regelmäßig irgendwelche Amateurkämpfe? Ich weiß es gar nicht, weil der hat echt Potenzial, Mann. Nee, der muss. Ja, Amerikaner. Jetzt geht er für die Submission. Oh, der sitzt. Mike dreht sich da raus, hat er gut gemacht, aber immer noch am Sitzen. Er ist noch drin, er ist noch drin. Er hat es nicht geschafft, sich komplett rauszuwenden. Genau. Und jetzt den Ellbogen nach oben drücken, während er Mikes eigene Faust zur Rippe zieht. Also zu Mikes Rippe, ne? Also richtig ekelhafte Position, in der sich Mike jetzt hier gerade befindet. Ah, ist nicht mehr viel Zeit auf die Uhr. Oh, schöne Backtake von Umar.
Das ist genau die Position, in der gestern Khamzat Chimaev mit Lee war und die bearbeitet hat. Erste Runde geht hiermit. Aber so eindeutig an Umar, ne? Umar ist so stark, ne? Natürlich, der andere ist kein MMA-Fighter, der andere ist ein Boxer. Es ist leicht, als MMA-Fighter gegen einen Boxer in einem MMA-Fight gut auszusehen, ne? Aber trotzdem ist er schon sehr, sehr dominant, der Junge. Was war das für eine Runde? Boom, Low-Kick, geantwortet und bam, hat direkt die rechte kassiert. Pah, miese Schelle. Ja, das war das Gleichgewicht. Boom. Hat er einen am Ohr gekriegt. Und da, Spinning Backkick, schön. Bam, Backkick. Hätte er die Leber erwischt, hätte Head-Kick. Er schon aus sein können. Roundhouse-Kick zum Kopf, auch richtig schön getroffen. Also, der hat ja alles ausgepackt, was man auspacken kann, ne? Schöne Kicks, saftige Hände, Submission-Ansatz, Takedowns, Ground and Pound, war alles da. Aslan Tix, auch hier am Start, ist erstmal hier ein bisschen Semitschki. Ey, was ist das denn gerade schon wieder? Ey, jedes Mal aufs Neue, Mann. Mit Aslan Tix hat man jedes Mal aufs Neue was zu lachen. Anstatt in der Ecke irgendwie Wasser oder Handtuch oder irgendwie was zu machen, sitzen die da in der Russenhocke und fressen erstmal Semitschki. Alles gut. Alles gut. Geil, Mann. Zweite Runde geht los, Leute. Die Ecken hätten nicht unterschiedlicher sein können. Mein Gott, ey. Unterhaltung pur. Ich schwör's euch, ich liebe Aslan Tix. Der Typ ist ein Entertainer. Schön. Gute Aktion. Mike marschiert nach vorne, kassiert jetzt hier einen Konter, geht kurz zu Boden. Der Headkick von Umar zischt da ganz, ganz knapp an ihm vorbei. Was hat der für Hammer? Nochmal reingedreht. Oh, da ist der Takedown wieder richtig runtergeslammt. Meine Güte, da ist doch die ganze Luft mittlerweile von Mike raus. Jede Aktion, die er hat, in eine aber, mächtige Aktion. Was macht denn Mike da gerade? Mike zieht hier, aber das bringt nichts. Er sollte sich hier nicht ausbrennen. Die Guillotine sitzt einfach nicht. Ja. Umar hat schon passiert. Obwohl Umar muss aufpassen. Wenn Mike jetzt der Umar ist jetzt hier gleich raus. Aber Mike versucht jetzt hier wenigstens was. Hatte eine Schulter und hatte den Nacken. Jetzt hat er aber losgelassen. Jetzt ist es vorbei damit. Mount jetzt von Umar. Nee, das geht nicht mehr lange, glaube ich. Mike stieg von unten. Das darf man einfach nicht machen. Lass die Hände bei deinem Kopf. Mach eine Brücke. Mike müsste eine Brücke machen mit seinem Knie gegen Umars Rücken drücken. Damit der nach vorne fliegt. Oh, harte Hände von Umar jetzt hier mittlerweile. Ellbogen kommt auch rein. Mike schafft es allerdings, da kurz zur Seite zu meiden. Gute Reaktion jetzt hier nochmal von ihm. Und da ist die Armbar. Ist durch, ist vorbei. Schön gemacht von Umar. So dominant gewonnen. Unglaublich. Wilder Typ. Der Junge hat Zukunft. Er hat so viel Talent. Wilder Typ. Unglaublich. Spannend. Schau mal hier. Mike ist hier mit einer richtig starken Salbe reingegangen. Wollt Druck machen, wollt Akzente setzen hier in der zweiten Runde. Und dann linker Arm. Schön. Unglaublich. Unglaublich. Omar ist einmal links rausgemieden. Und jetzt hier wieder. Voll Wappa. In den Takedown reinlaufen. Sehr, sehr schön gemacht. Warum soll er sich auf den Schlagabtausch auch einlassen? Und das war halt das Verhängnis von Mike. Er hat hier die Guillotine lang gehalten, hat sich ausgebrannt, hat dadurch den Mount gegeben. Letztendlich, Ground and Pound hat sich halt gut. Da ist halt jetzt einfach die, wie gesagt, die MMA-Erfahrung von ihm ins Spiel gekommen, ne? Da hat sich schon mal gedacht, hey, dann hole ich mir einfach den Arm. Und da war die Armbar. Hat die Beine überkreuzt, hätte man ein bisschen besser ausführen können, aber. Sieger, zweite Runde. Applaus, guter Fight, Umar. Sehr, sehr guter Fight, starker Typ. Mike, du hast deinen Namen alle Ehre gemacht, obwohl du verloren hast. Du hast heute so viel Herz gezeigt. Und erzähl mal, wie war diese Erfahrung für dich heute? Das war ja dein Debüt. Sehr geil, ne? Ich bin froh, dass ich den Kampf gemacht habe. Sehr starker Gegner, großen Respekt. Man kann da überhaupt nichts sagen. Sehr gute Performance von ihm gewesen. Ich finde, er hat sich echt gut verkauft. Gegen einen starken Fighter wie Umar als reiner Boxer jetzt hier gut dagegen gehalten, kann man überhaupt nicht sagen. Mir gefällt die Qualität auf jeden Fall in letzter Zeit von den Kämpfen von Defend Fight Club. Man merkt auf jeden Fall, da ist eine sehr, sehr gute Entwicklung dabei gewesen jetzt in den letzten Monaten, ne? Sagen wir mal so Monaten auf jeden Fall.